Hallo. Torben. Torb, wir hatten uns auf Torben geeinigt, richtig? Genau, ja. Das Pseudonym, also du erinnerst du dich? Ja, ich kann mich erinnern, ja. Genau, also Torben, damit wir hier gleich klar sind, dass du Torben bist und nicht Sebastian. Jo, mein Ja. Lieber, ein Monat ist es her. Du bist wieder am Start, freue ich mich sehr. War ja auch ein unterhaltsamer Stream. Ich erinnere mich. Ja. Und ja, dann willst du gleich mal loslegen? Gibt es irgendwas zu erzählen, was dir gleich auf der Zunge liegt? Oder wie schaut's aus? Wie geht's dir? Was geht gerade so? Nee, mir geht's gut. Ist alles gut soweit eigentlich. Gibt's eigentlich nichts groß zu erzählen. Okay, dann müssen wir ja gar nicht streamen, oder? Ja. Ach so, ich dachte jetzt, was in den letzten Tagen so los war. Ja, ich würde gerne mal damit anfangen, wo stehst du gerade zur Zeit, was geht gerade zur Zeit bei dir, Konsumverhalten? So, hol mich mal ab, weil so gut kennen wir uns ja auch noch nicht und fang doch einfach mal im Heute an. Okay. Heute, der heutige Tag Nein, oder also allgemein? heute Okay, mit genau. Zeitspanne, also so, ja, dieses Jahr. Okay. Dieses Jahr. Also Anfang des Jahres, da war ich noch stark opiatabhängig. Da hatte ich jeden Tag auf jeden Fall stark Opiate konsumiert. Vor allem Fentanyl und Morphin, dieses Research-Nickel, was Okay, auch ja. sehr, sehr stark ist. Das ist siebenmal so stark wie Heroin. Okay. Und da, am Anfang hatte ich das halt nur geraucht und wie man es halt kennt, war dann die Dosis halt immer höher und dann konnte ich es mir auch nicht mehr so gut leisten. Und dann habe ich es auch am Ende gespritzt und dann ist es, das ging bestimmt so 3 Monate, dass ich mich dann halt gespritzt habe und diese starke Opiatzeit. Mit Fentanyl gespritzt, oder? Fentanyl auch, Ja. aber meistens dieses Morphin, dieses Research-Nickel. Den Namen musst du mir nachher mal buchstabieren, den könnte ich auch mal in den Streamtitel packen, weil habe ich noch nie gehört. Genau. Habe ich noch nie gehört. Geh mal ein bisschen auf dieses Mittel ein. Sag's noch mal bitte. Morphin. Morphin und dann Phin. So wie beim, genau. Morphin. Okay, ja. Erzähl mal ein bisschen was darüber, das interessiert mich. Wie bist du drauf gekommen? Wie ist der Turn? Warum ist das scheiße? Warum sollen die Leute sich davor hüten? Gibt so eine Menge zu erzählen, sicherlich. Okay, ja, genau. Na, ich hatte ja nicht, ich hatte ja nicht mit Morphin angefangen, sondern auch mit Tilidin und Fentanyl. Und dann hatte ich irgendwann, weil ich das halt regelmäßiger konsumiert habe, schon Entzugssymptome. Und dann habe ich mich mal im Internet schlau gemacht, was man da halt gegen so tun kann. Und weil ich auch nicht direkt in Substitution gehen wollte, weil ich das noch ein bisschen verheimlichen wollte vor meinen Eltern, also was heißt verheimlichen, also nicht, die wussten das schon, aber nicht direkt in Konfrontation damit treten und so. Und dann bin ich halt auf Research-Seiten gestoßen, wo es dieses genannte Morphin gab. Und als an Anfang hatte ich das eigentlich gedacht für mich so wie als Substitutionsmittel, halt so als Substitutionsmittel, was ich mir selber Darf ich da gleich besorge. was sagen Genau, dazu? ja. Du hast natürlich versucht, wieder Dünnbrettbohrer zu sein. Was? Du wolltest einen Opiatentzug, der eigentlich ganz easy ist. Ja, Und das genau. gibt's ja nicht. Ja, ich wollte halt mich substituieren mit dem Profil, dass ich halt keine Entzugssymptome Ja, habe, genau. wenn ich mal nichts Ja, habe. Genau. okay. Wie so eine Art Medikament. Genau. Genau. Ja. Und dann habe ich mir das auch irgendwann bestellt. Und dann habe ich das halt, erstmal wusste ich auch nicht, wie ich das konsumiere. Ja, wie sieht das Habe aus? ich. Gib mal ein paar Details. Ich habe echt keine Ahnung. Wie teuer ist das? Wie sieht Okay, das aus? Dann, ja. Also ja. das kostet ungefähr, natürlich umso mehr man nimmt, umso billiger wird es, aber 100 € das Gramm. Aber wie gesagt, das ist siebenmal so stark wie Heroin. Also 1 Gramm Morphin kann man mit 7 Gramm Heroin vergleichen. Okay. Und das kommt dann an in so ein ganz normales Brieftütchen, aber aus Holland. Und das macht man auf, da ist ein vakuumiertes Baggie drin, also ein Zipptütchen, auch wo mit der Aufschrift Morphin. Und das ist so ein weißes Pulver, so wie Speisestärke oder Mehl, kann Also man schon ganz sagen. unscheinbar. Genau, ganz unscheinbar.
Und wie gesagt, am Anfang wusste ich nicht, wie ich das konsumieren soll. Da habe ich erst nochmal, weil das auch so stark ist, steht auch überall in den Foren, dass man da ganz wenig sich rantasten soll. Also die reden da von 1, 2 Milligramm zum Rantesten und 1, 2 Milligramm, das ist ja gar nichts. Und da hatte ich auch extrem Respekt davor. Da habe ich halt dann immer nur so ganz wenig auf die Fingerspitze gemacht und dann dran geleckt oder so. Aber da ist groß nichts passiert. Okay, Da hatte aber ich auch das mal. ist interessant. Also du hast dich, also finde ich gerade echt wichtig, du hast dich halt wirklich, und das kann ich voll nachvollziehen, rangetastet. Ja? Also erstmal mit Ja, dem Finger ein bisschen genau. geleckt und da hast du nichts gemerkt. Das war es. Okay. Ja, Okay, ja. Und dann hatte ich auch mal ein bisschen was gezogen, aber das hat alles irgendwie nichts gebracht. Okay. Und dann ist mir die letzte Auswahlmöglichkeit halt rauchen. Ja. Und dann habe ich das auf dem Blech geraucht und dann habe ich auch, da habe ich es dann gemerkt, dass es wirkt. Also komischerweise die anderen Konsummethoden haben bei mir irgendwie nichts wirklich gebracht. Okay, also Blechrauchen, Rauchen war so die erste Konsumform, wo du überhaupt gemerkt hast, was dir eigentlich abgeht. Genau. Okay. Und da habe ich auch schon direkt gemerkt, das ist extrem starkes Zeug. Okay. Wie war Und die das Wirkung? hat Wie war die Wirkung? oh, die Wirkung, also ein typisches Opiat, halt, sehr Ja. sedierend, wie in Watte gepackt, ziemlich warm, Ja. so wie in seiner eigenen Blase, alles ist gut. Okay. So halt typisches Opiat, Hm, halt. Ja, und dann, wie ich mir das dann auch so ausgerechnet hatte, ich hatte ein halbes Gramm am Anfang bestellt, hatte mir das so ausgerechnet, dass das für einen halben Monat reicht, weil ich es ja als Substitutionsmittel eigentlich nehmen wollte. Okay, ja. Aber Ja. ja, aber dann war es schon nach 2 Tagen, 3 Tagen, 4 Tagen, ungefähr war es da schon alle, weil es natürlich auch eine sehr, sehr angenehme Wirkung hat. Du warst ihm sofort verfallen, dieser Droge. Genau, ja. Okay. Und war das eine Steigerung vom Opiat her? Also war das die Substitution eigentlich der härtere Stoff? Also, das ist ja kein Substitutionsmittel. Ich Das, weiß, was ich es als, war in Anführungsstrichen, ja, genau. genau, ja. Also eigentlich nicht, wenn man das jetzt vergleicht mit Fentanyl. Bloß, wenn man das jetzt auf meine persönliche Sicht bezieht, weil ich an das Profil viel häufiger drankomme und mir davon so viel holen kann, wie ich will. Und das Fentanyl immer begrenzt war, hat mich da schon ziemlich mehr in die Sucht getrieben, sage ich mal. Okay, also so ein Typ, also es erinnert mich gerade alles sehr an Nico. Kennst du die Streams mit ihm? Manche ja, einzelne ja. Das ist ja auch, also er ist ja ähnlich, ja, fast ähnliches Alter, finde ich gerade interessant, ja. Er ist 19, du bist 18, glaube ich, ja. Genau. Und ihr seid beide voll auch in dieser Research Chemical Welt angekommen. Genau, ja. Ja, das ist irre. Und aber weil du sagtest, Fentanyl war immer nicht so verfügbar, gibt es Fentanyl jetzt nicht auf diesen Seiten? Nein, Nein, das ist. Weil Fentanyl ist ja unterliegt den Betäubungsmittel und die Research Chemical, das sind ja Stoffe, die so verändert wurden, dass die wieder legal sind. Also Morphin, da wurde ich auch mal von der Polizei angehalten, die wollten mir das erst wegnehmen, und da habe ich so lange mit denen diskutiert, dass das legal ist. Dann haben sie einen Funkspruch durchgemacht, haben gefragt, Morphin, bla bla bla, wie sieht es da aus? Und haben gesagt, ja, das ist bei uns schon bekannt, ich kann es behalten. ja, es ist so eine Gesetzeslücke, also sobald dann im Genau. Gesetz, sobald eine Substanz verboten wird, wird irgendein Molekül geändert und Genau. bam, es ist ja ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, also da kann die Polizei und allgemein das Gesetz nicht machen. Das bringt nichts, wenn man da wieder was verbietet. Also Da dann, kommen wieder 30 neue Stoffe. genau, also muss man ja sagen, dass das größte Problem in der heutigen Zeit ja eigentlich diese Research Chemicals sind. Theoretisch schon, aber wenn ich jetzt so in meinem Freundeskreis, die kannten das, bis ich denen das erzählt habe, kannte das keiner. Und Okay. die sind auch viele dabei, die Meth nehmen und was weiß ich, da kennt das keiner. Also das ist wirklich schon bei denen, die sich da näher informieren Ja. und sich auch im Forum belesen und sowas. Und die Seiten findet man auch nicht so einfach, wenn man eingeht, Research Chemicals kaufen, dann sind 90% Fake-Seiten, wo man abgezogen Ah, wird. okay. Also muss man sich schon richtig befassen, dass man da eine vernünftige Seite findet oder dass man das erstmal wie Research Chemical das überhaupt kennt. Ja, krass. Genau.
Und da hast du dich dann eigentlich, du wolltest das auf einen Monat strecken, aber hast es in 3 Tagen weggeraucht. Und wie ging es dann Genau. weiter? Ja, dann wie ging es dann weiter? Ja, dann, parallel, zu dieser Zeit war ich nicht arbeiten, gar nichts, ich war arbeitslos, das war nach meinem Realschulabschluss. Ja. Und dann musste ich natürlich auch erstmal Geld dafür haben. Und dann hatte ich nebenbei zum Beispiel ein bisschen Gras verkauft oder wenn einer zum Beispiel was anderes braucht, wie zum Beispiel Meth oder Koks, dann habe ich das gegen ein bisschen Aufpreis, habe ich den dann was geholt und so. So habe ich dann mein Geld gemacht. Und dann habe ich mir dann eigentlich in sehr regelmäßigen Abständen, seitdem ich dann das erste Mal Profil zur eigentlich Substitution mir geholt hatte, habe ich dann eigentlich in sehr Zeit dann Abstand immer mehr Profil bestellt und das halt nicht als Substitutionsmittel, sondern als Rauschmittel missbraucht, sag ich mal. Wie lang ging so diese Phase? Boah, bestimmt 4 Monate. Also ist eigentlich nicht Also so nahezu lange. täglicher Konsum. Ja, täglich, täglich, Täglicher Konsum. 100% täglich, sonst hätte ich ja auch einen Zug gehabt, das Ja, hätte ich auch ja. nicht gebracht. Und irgendwann habe ich dann ja auch gemerkt, dass ich mir das nicht einteilen kann. Und dann bin ich sogar noch auf meine Mutter los und habe mit ihr gesprochen und habe ihr auch das so eingeredet, dass das ein Substitutions, dass ich das als Substitutionsmittel brauche, wo ich natürlich eigentlich weiß, dass es das eigentlich gar nicht so geht, aber dass sie mir das einteilt. Weil ich hatte in der Zeit auch ein paar Opiatentzüge, weil es natürlich nicht immer geklappt hat mit dem Geld und genug Stoff. Ja. Und dann habe ich, und die Opiatentzüge, die waren wirklich extrem, extrem schlimm. Können wir bitte nachher noch drüber reden? Ja, und dass ich halt mir dann gesagt habe, wo ich dann halt in Zürich war, also ich möchte sowas nie wieder. Und dann, wo ich dann bitte was hatte, dass ich dann zu meiner Mutter gesagt habe, sie soll mir das bitte einteilen. Und dann hat sie mir das auch eingeteilt. Nur das Problem war dann natürlich auch die Toleranzsteigerung. Und dann brauchte ich immer mehr. Und am Anfang habe ich noch geraucht und dann später habe ich es gespritzt. Und dann habe ich auch meine Mutter immer gesagt, ja, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Irgendwann hat sie mir dann auch immer mehr gegeben. Und dann hat sie auch gemerkt, dass das so schön, wie ich es geredet habe, als Substitution, dass das gar nicht ging. Boah, ist Und auch dann. eine krasse Geschichte für so eine Mutter-Sohn-Beziehung, finde ich. Genau, ja, das Ja. natürlich. Ja, wenn meine Mutter dann immer arbeiten war, dann hat sie vorher kleine Briefchen gefalten mit dem Stoff drin. Da hat man auch extra eine Waage mit dreistelligem hinterm Komma. Wahnsinn. Und dann hat sie die irgendwo in der Wohnung versteckt, dann ein Foto von gemacht. Und wenn ich gesagt, ich brauche jetzt meine Mittagsdosis, ich hatte vier, am Anfang hatte ich 3 Dosen, morgens, mittags, abends und am Ende dann 4 Dosen. Also morgens, Mittag, Abend und nachts brauchte ich dann auch noch. Dann habe ich ihr geschrieben, wenn zum Beispiel arbeiten war, wo es ist. Und da hat sie mir ein Foto geschickt, wo sie das versteckt hat, dass ich mir das dann nehmen konnte. Irre. Wahnsinn. Das ist echt eine krasse Ja. Geschichte. Das ist eine krasse Geschichte. Also, Das stimmt, ja. letztendlich hat sich deine Mutter, denke ich mir, auch echt hilflos gefühlt. Ja, sicher. Ja. Sie dachte ja auch, dass das so gut läuft mit der Substitution. Ja. Also, weil ich ja gesagt habe, so als Substitutionsmittel gedacht. Aber so einfach ging es ja dann doch nicht. Wie lange ist das her? Also, ein Jahr ungefähr, ein Okay. Jahr, ein Jahr. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter heute? Also die Beziehung zu meiner Mutter, die ist sehr gut, extrem gut. Muss ich eigentlich Ja. ist sehr gut, ja. Kann man nicht meckern, ja. Okay. Um es mal kurz vorzuspringen, was konsumierst du momentan? Eigentlich alles, bloß nicht in der Woche und in Maßen, also viel weniger. Zum Beispiel hatte ich vor 2 Wochen auch wieder Meth genommen, aber nicht mal 0,1. Nicht mal 0,1, die Hälfte 0,05, also die Hälfte von 0,1 an einem Freitag. Wenn ich das mit damals vergleiche, wo ich mir dann 0,2 oder 0,3 jeden Tag reingeballert habe, da ist das extrem wenig. Und wirklich in der Woche gar nicht, nur am Wochenende. Ja. Und Opiate, sind die noch jetzt im Alltag? Opiate, also täglich nicht. Ungefähr alle auch
einmal in der Woche ungefähr. Da kann es auch sein, dass es manchmal in der Woche ist. Hm. Aber auf jeden Fall, auf gar keinen Fall jeden Tag. Das nicht. Also du versuchst jetzt erstmal so diesen täglichen Konsum zu durchbrechen. Das habe ich geschafft, muss ich Ja, sagen, das habe okay. ich geschafft. Also definitiv, vielleicht dreimal im Monat nehme ich Opiate. Ja, Wie hast du ja. das geschafft? Wie war das Ende? Also dann bin ich richtig in Substitution gegangen. Dann habe Okay. ich mir, und am Anfang wollte ich ja auch nicht so, also was heißt, ich wollte nicht, weil der Substitutionsarzt, da gab es ganz, also da gibt es wenige hier im Umkreis, weil ich ja in einer kleineren Stadt wohne, also eigentlich ein Dorf für mich. Und da habe ich mich dann informiert und irgendwann noch einen gefunden. Und dann waren am Anfang, wo das war mit der Prophylaxezeit, da hatte ich ja auch angerufen und die hatten erst Termine in 1, 2 Monaten. Ach so, genau, das kann ich auch noch sagen, in 1, 2 Monaten. Und da hatte ich einen Termin eigentlich. Sage ich jetzt mal, ich weiß es jetzt nicht, das ist jetzt nur so als Beispiel, ja, am 25. März, Beispiel jetzt, ja. Und ich hatte aber einen kalten Entzug, wollte ich, also habe ich auch gemacht, von Prophylaxe und den Opiaten. Willst du da kurz mal stehen bleiben Ungefähr, und mal erzählen, wie genau. das war, der Entzug? Also es war extrem schlimm. Ich habe 3 Nächte nicht geschlafen. Ich konnte nicht schlafen und das ist einfach, man ist richtig unruhig drin und man kann sich nicht mal eine Minute hinlegen. Also wenn ich nicht mich eine Minute hinlege, bin ich die ganze Zeit am Zappeln und Zucken und extrem gestresst und man kriegt ihn einfach die ganze Zeit, als hätte man den Nerven zusammenbruch und man möchte einfach nur, dass es aufhört. Also das ist richtig extrem, extrem schlimm. Also mit einem Meth-Entzug ist das null zu vergleichen. Das ist wirklich tausendmal schlimmer. Ja klar, Messentzug ist ja auch nicht körperlich. Ja, Ja, okay. genau. Naja, können wir gleich nachher nochmal drüber reden. Meth versus Opiate. Genau. Und nach, also 3 Tage pure Folter, voll in die Fresse. Man wünscht sich nur, dass Genau. es aufhört und dann geht's allmählich, oder? Dann hat, also nach, das sagt man, umso kürzer die Opiate wirken, umso kürzer ist auch der Entzug. Und Prophylaxe ist ein Opiat, was nur 2 Stunden ungefähr wirkt. Und da Okay. war der Entzug auch nach 3 Tagen. Also kurz, aber dafür extremer, muss man dazu sagen. Okay, ja. Genau. Und da war nach 3 Tagen der Entzug eigentlich vorbei. Aber was ich hatte nach den 3 Tagen, da war natürlich nicht mehr dieses Unruhige und die ganze Zeit an Zappeln. Da war aber, was ich hatte, so wie Depression. Mir ging es extrem. Also ich hatte nicht mehr diese körperlichen Entzugssymptome, aber mir ging es einfach schlecht. Du warst down. Depressiv. Ja. Richtig depressiv. Ja. Und zu der Zeit, nachdem ich den kalten Entzug geschafft hatte, hatte ich auch den Termin bei der Substitution. Aber da habe ich mir natürlich gedacht, ja, da gehe ich nicht hin, weil ich habe den kalten Entzug jetzt von alleine geschafft. Ich muss nicht mal zur Substitution. Aber. Aber, wie gesagt, die Depression, ich hatte das dann auch bestimmt 1 Woche ausgehalten, also bestimmt mit den heftigen Entzugssymptomen, 3 Tage heftige Entzugssymptome und 1 Woche depressiv. Das Depressive, das ging einfach nicht weg. Und dann habe ich mir halt nochmal Prophylaxe bestellt. Ah, okay. Und ja, und dann habe ich das halt wieder konsumiert und dann waren die Depressionen auch auf einen Schlag mit dabei. Scheiße, hm? Es ist halt wirklich so, das Psychische, wenn das, also das ist ein echter Leidensdruck, ja, wenn man einfach sich einen ganzen Tag, wochenlang scheiße fühlt und irgendwie, man, ich denke, kann mir das so vorstellen, du siehst ja irgendwie kein Licht mehr am Ende des Tunnels dann. Du denkst dann, Ja. das bleibt jetzt so. Ich bin hängen geblieben vielleicht auch. Ja, Keine Ahnung. und wenn man dann auch so depressiv ist, dann denkt man auch, ja, wo ist der Sinn? Warum soll ich überhaupt aufhören und so? Dann ist man halt so depressiv, sieht keinen Sinn mehr in gar nichts und dann ist der Konsum nicht weit weg. Wie war dann das erste Mal wieder? Also das ging direkt von depressiv direkt auch wieder fröhlich in dieser Blase drin, glücklich. Und das hat mir auch meine Mutter vor kurzem erzählt, wo wir drüber geredet haben. Vorher war ich depressiv, halt schlecht gelaunt. Dann bin ich hoch in meine Hütte, bin dann wieder runtergekommen und freudestrahlend. Und die sagt, ja, alles gut, alles gut. Und da hat meine Mutter dann auch gleich gemerkt, dass ich wieder was genommen hatte. Genau. Also da war es direkt dann die Depression verschwunden und alles.
Krass. Ja, Wahnsinn. Was ist in der Zeit so gelaufen? Du hast mir auch übelst krasse Geschichten erzählt. Oder wir machen es mal anders. Vergleich mal Meth und Opiate. Also, wo gibt es Ähnlichkeiten? Wo würdest du sagen, unterscheiden sich die beiden Substanzen, diese zwei starken Substanzen eigentlich grundlegend? Was unterscheiden? Ja, genau. Ja, also beim Entzug definitiv, der Entzug ist bei Opiaten viel schlimmer als bei Meth. Und die Wirkungsweise ist natürlich auch ganz anders. Und ja, auch wie man sich drauf verhält, auf Opiaten und Meth, das ist auch, das sind ganz, ganz verschiedene Welten eigentlich. Also viel gemeinsam gibt es da eigentlich nicht. Sehe Ich ich muss auch genauso. sagen, ja, ich muss auch sagen, auf Meth habe ich mich immer sehr zurückgezogen und so. Isoliert, stimmt. Ja, man hat dann so ein Und bisschen isoliert. Paranoia auch, wenn man so mal einen Tag nicht gepennt hat, dann wird man auch ein bisschen Ja, irre. ja. Ja, ich weiß, Zum was du Schluss meinst. hatte ich das auf jeden Fall, wo ich konsumiert habe, auch in der Schule. Dann zum Schluss, also 9., 10. Klasse, dann konnte ich nicht länger als 3 Stunden in der Schule, weil ich habe es da nicht mehr ausgehalten. Bin in die Schule gegangen und ich dachte, die Leute reden über mich, die machen mich schlecht und so. Das Bei mir war war deine das so. Messzeit noch. Genau, das war Okay, 9., 10. Klasse in der Schule. ja, krass. Genau. Erzähl mal von der Periode. Da bist du früh aufgestanden, hast zu Hause allein gezogen und bist in die Schule gegangen. Ja, ich war dann schon ein paar Tage wach und bin in die Schule Ach gegangen. so, okay, ja. Meistens. Genau, ja. Ja, und dann war ich halt dann ein paar Tage wach in der Schule und am Anfang, wo ich immer wach in der Schule war, also auf Meth oder halt auf Meth-Kater, da hatte ich noch nicht so Paranoia. Aber das kam dann später mit der Zeit, das wurde dann immer extremer. Dann habe ich mich auch gar nicht mehr mit den Leuten unterhalten, habe mich sondern isoliert, Kopfhörer reingemacht, irgendwas gezeichnet. Und dann dachte ich halt, Wussten ja. Klassenkameraden, dass du auf Meth bist, oder? Ja, Okay. sicher, das wusste die ganze Schule, das wussten die Lehrer, also Ach echt, die ja? Lehrer wussten, dass ich Warst du da der konsumiere, Einzige ja, an der sicher. Schule oder war das eher mehrere? Also ich war der einzigste Extremfall. Also Ja. bei den anderen, da war mal so eine kleine Sache, aber so bei mir war ja andauernd was. Es gab bestimmt 6, 7, 8, 9, 10 Gespräche mit mir und meinen Eltern und der Schulleitung damals, wenn Worüber da denn? irgendwas Worüber war. denn? Ja, also dass irgendwelche Leute erzählen, ich nehme Drogen, dass ich in der Schule komisch aussehe, also auffällig, also Ja. drogenauffällig, als ob ich was genommen hätte, dass ich mich komisch verhalte, dass ja, wie gesagt, dann meistens auch, dass eigentlich irgendwelche Leute was gesagt haben, dass ich irgendwas nehme oder irgendwas dabei habe. Ich hatte auch 3 Taschenkontrollen in der Schule, und die hatten nie was gefunden, weil ich das immer irgendwie verstecken konnte. Genau. Das finde ich gerade sehr interessant, weil ich bin ja lange Zeit Schulsozialarbeiter gewesen und werde das auch bald wieder sein. Wie hätte denn so ein Schulsozialarbeiter oder auch allgemein die Schule denn reagieren müssen oder sollen, um dich irgendwie abzuholen in der Situation, in der Lebenssituation? Ja, das ist schwierig. Geht Das das weiß ich überhaupt eigentlich oder ist nicht. man da eigentlich komplett zu? Also ich würde sagen, so wie sie es gemacht haben, war schon gut. Die haben da eigentlich schon richtig reagiert. Ich würde nicht sagen, dass da jetzt die perfekte Angehensweise gibt. Ich würde sagen, kommt halt auf die Person an. Also bei mir war es zu extrem, dass bei mir da hätten 3 Lehrer oder Sozialarbeiter helfen können. Das wäre einfach nicht gegangen. Warum hast du dich so weggeknallt? Ich weiß es nicht, ist schwer zu sagen. Also ich hatte ja auch, wie gesagt, schon öfter mal drüber nachgedacht. Also ich finde, das hatte ich auch im letzten Stream erzählt, dass ich als Kind mich allein gefühlt habe. Mein Vater war oft auf Montage. Am Anfang, wo ich ganz klein war, war er auch in der Schweiz arbeiten. Da war er 2 Tage im Monat zu Hause. Und das für mich als ganz kleines Kind. Und meine Mutter halt normal 8-Stunden-Schicht. Da habe ich mich natürlich sehr allein immer gefühlt. War dann halt im Kindergarten vor Ort oder bei meiner Oma. Genau, daran könnte es halt liegen. Also irgendwo auch ein Schmerz, der da in dir war, den du irgendwo betäuben wolltest. Genau, ja. Der Schmerz ist tatsächlich heute noch da, weil es hat dich ja geprägt. Wie gehst du heute damit um? Also jetzt würde ich sagen, also ich gehe damit eigentlich jetzt relativ gut um, weil jetzt mein Vater, der arbeitet jetzt auch, der ist nicht mehr auf Montage, der ist seit noch gar nicht so lange, vielleicht seit einem halben Jahr oder einem Jahr, arbeitet der jetzt hier in der Nähe. Mein Vater ist immer da.
und meine Mutter hat, die geht 3 Tage in der Woche 12-Stunden-Schicht und den Rest ist die auch da. Das hat sich alles geändert und da habe ich so mehr Zeit mit meiner Familie. Bloß es hätte halt früher sein müssen. Jetzt, wo ich halt erwachsen bin, ziemlich, ist natürlich trotzdem schön, das zu haben, aber früher war es natürlich hilfreicher gewesen, sage ich mal. Ist das ein Thema zwischen euch? Redet ihr darüber? Früher hatten wir darüber geredet, ja, jetzt hat sich eigentlich, ja, ausgeredet, sag ich mal, hat sich schon geklärt, Es soweit. ist, wie es ist, so letztendlich, nach dem Genau. Motto. Ja, naja, du hast schon recht. Ich meine, klar, es ist schön, dass jetzt, sag ich mal, so ein harmonischer Frieden da ist, dass die Eltern da sind, aber du hast völlig recht. In den Zeiten, die dich geprägt haben, als Kind, als Kleinkind, als Heranwachsender, das sind halt Lebensphasen, die kommen nicht wieder. Ja. Genau. Und das ist, denke ich mir, auch ein Thema in dir, was, ne, was dich auch traurig macht und was ja völlig nachvollziehbar ist. Weißt du, was ich meine? Und Ja. du merkst ja auch immer so, wo ich so ein bisschen hin will in den Gesprächen. Also ich finde es immer schön und irgendwo wichtig, wenn man in so einem Stream einfach auch mal erarbeitet, was steht dahinter eigentlich? Warum habe ich das so gemacht? Ja. Ja, Und natürlich. ja, also finde ich eine super Nummer und gehst ja auch schon ziemlich reflektiert damit um. Ich muss auch ehrlich sagen, Buddy, für dein Alter bist du sehr reif. Ich denke, das liegt einfach daran, dass du auch sehr früh sehr erwachsen werden musstest. Kann man das so Genau, sagen? ja, kann man Ja. eigentlich schon so sagen, ja. Ja, also so Kindheit gab es für dich, aber sie war es nicht wunderschön, kann man sagen, oder? Also, was heißt nicht wunderschön? Also, die Zeiten, wo meine Eltern da waren, da war es schon schön. Bloß halt da, wo sie arbeiten, waren nicht. Also, wir waren auch im Urlaub, wir haben viel unternommen. Das schon, da wo sie da waren, da war die Zeit alles gut. Aber Bloß halt. es war keine Zuverlässigkeit da. Es war halt zu selten, die Zeit mit der Familie. War halt zu selten. Keine, naja, das ist halt wichtig, ja. So ein Kind braucht ja Vertrauen, Nachhaltigkeit, Dinge, auf die sie sich verlassen kann, ja, auf das es sich verlassen kann. Zum Beispiel, als mein Sohn das erste Mal in der Schule war, am ersten Tag, hat er halt geweint, weil er dachte, wir holen nicht mehr ab. So denken halt Kinder. Ja, Ja. Naja, wow, sind wir ganz schön ins Private gekommen, aber können wir jetzt auch abhaken, finde ich aber auch okay, ja. Und ja, machen wir mal noch ein Thema. Was würdest du denn gern noch besprechen? ich könnte noch ein bisschen so ganz kurze Themen wie zum Beispiel Darknet. Ja, Damit habe ich genau. auch Ja, Erfahrung. Oder genau. zum Beispiel, genau. Also mit Darknet, das fang auch schon sehr früh an. Mit 14 war ich da, fast 15. Also auch sehr jung. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil, wie gesagt, mit 13 hatte ich ja erfahren, hatte ich ja angefangen mit dem ganzen Chemie-Scheiß und so. Und dann irgendwann war auch, von dem ich im letzten Stream erzählt habe, der 16-Jährige, mit der Ja, krass, ja, ich mir erinnere da mich, halt ich erinnere das mich. Meth gegeben hatte, der war irgendwann für vielleicht ein halbes Jahr im Knast und da bin ich an nichts rangekommen. Und da sind dann vielleicht so 2 Monate vergangen, wo ich dann halt nichts hatte. Kein Meth, kein Ecstasy, gar nicht sowas. Und dann habe ich mich halt beim Darknet, das hat man irgendwo schon mal so gehört und so, da habe ich mich halt informiert und ich habe auch damals den YouTuber Open Mind geguckt, ich weiß nicht, ob du den kennst, und der hatte damals ein Video gemacht, Darknet, wie man Darknet bestellt. Oder allgemein das Thema Darknet, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube sogar eine Anleitung, kann sogar sein. Da bin ich darauf halt gestoßen. Und ich muss auch sagen, so mit Technik kenne ich mich eigentlich so relativ gut aus und so schwer ist das auch gar nicht. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, ja, das ist doch was. Da gucke ich mal. Und dann habe ich mir halt den Tor-Browser eingerichtet und habe mir Bitcoins noch bei Paxful, das sind mit PayPal geholt. Da waren extrem hohe Gebühren, aber trotzdem, die Darknet-Preise sind extrem niedrig. Und dann habe ich ab da dann immer mein Zeug bestellt. Also das heißt immer,
Oft und irgendwann kam der dann auch wieder raus aus dem Knast und dann habe ich wieder von der Straße gekauft, weil es da schneller ging und ja, einfach schneller. Da habe ich nicht die Zeit, 4, 5 Tage zu warten. Und dann hatte ich eigentlich regelmäßig mit 14, ungefähr fast 15, im Darknet bestellt. Genau. Und die Preise da sind eigentlich, muss man sagen, echt unschlagbar. Also mit 14 die erste Darknet-Bestellung. Genau, ja. Ja, genau, und wir hatten uns im letzten Stream auch darüber unterhalten, du hattest halt auch sehr früh so eine Affinität für die Substanzen, Genau, oder? ja. Das war Genau, einfach extrem, genau ja. so ein Interesse, so, und als Kleinkind schon, ich glaube mich zu erinnern, da hatten wir schon gesprochen, dass du In der in der Grundschule, genau. Grundschule, In der genau. Grundschule, in der 4. Klasse hatte ich mir schon Joints aus Katzeninsel gedreht, Was, Joints weil aus was? ich Aus Katzen? aus Katzinsel, das ist so Aus ein Katzen? Kraut, Ja. irgend so ein Kraut, Okay, genau. Was okay. auch also angeblich so ein bisschen berauschen soll, aber ich habe damals nichts gemerkt, aber auch einfach für das Feeling, so ein vermeintlich Joint im Mund zu haben und zu rauchen. Genau. Ja. Also hast du das schon so nachgeahmt, sage ich mal. Ja, sicher, ich wollte das. Ich habe mir auch, das weiß ich auch noch, da war ich noch ganz jung. In der Grundschule war das auch noch. Da habe ich mir aus Papier so eine Pfeife gebaut. Da weiß ich noch, da sitze ich mit meinem Vater im Garten, da habe ich irgendwie die Papierpfeife gesucht, habe zu meinem Vater gesagt, wo ist meine Crackpfeife aus Papier hin? Und da war mein Vater auch ganz schockiert und hat gesagt, ich gucke zu viel Fernsehen und zu viel YouTube und so. Das mit 10. Mit 10, ja. Und da haben die, haben, naja, aber haben deine Eltern da nicht irgendwie gesagt, das ist jetzt nicht cool, haben die das irgendwie bewertet, haben die irgendwie das auch ummantelt, so nach dem Motto, ja, das ist zwar interessant, aber mach das mal lieber nicht oder sowas, weißt du, was ich meine? Nee, eigentlich nicht. Also nur wo ich das halt gesagt habe mit der Crackpfeife, war mein Vater halt dann so ein bisschen grimmig und hat gesagt, ja, zu viel Fernsehen auf mit so einem Scheiß und sowas. Nein. Genau sowas. Aber so richtig intensives Thema, was Drogen sind und die Nebenwirkungen und Wirkungen und warum das überhaupt Leute nehmen und sowas, sowas hatte ich auf gar keinen Fall. Also das hatte ich definitiv nicht. Was? Ich würde auch Ja. sagen, dass das gefehlt hat, weil mit 13, ich weiß noch, ich hatte da auch gar keinen Respekt vor, Meth zu ziehen mit 13. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, ob es daran vielleicht lag, dass ich nicht richtig informiert war. Aber ich weiß noch, ich wusste, was das ist, aber ich hatte auf jeden Fall keinen Respekt und gar nichts vor. Ich glaube, dass ich da auch gar nicht gewusst hatte, was das eigentlich richtig, was das eigentlich anrichten kann. Genau. Was war der erste Kontakt zu Drogen? Ein Joint, ja? Ne Joint, ja, genau. Okay. Wie alt warst du da? Ja, auch 13. 13, ne? Wahnsinn, okay. Ja, irre. Und wann kam Meth ins Leben? Mit 14, hast du doch gesagt. 14, 15? Ne, mit 13 Mit, kam ach Meth. stimmt, 13, genau. Und Genau. da ist ja in deinem Leben auch komplett viel passiert. Ich weiß noch, in dem letzten Stream war es ja so, mit der Gaspistole rumgeschossen und da bist du irgendwie netto, voll Ja, steil gegangen. Ja. das war mit 17, ja, genau. Mit 17. Das mit War das war so mit ein, war das schon so eine psychotische Geschichte? Nee, das war das mit den nee, das mit das hatte gar nichts mit dem Meth zu tun, die Netto-Geschichte. Da muss ich auch sagen, wo das mit Netto passiert war, da war ich von dem Meth eigentlich schon so gut wie los, also vom Genau, täglich das Trinken. war irgendeine Das Pille, war die du dir wegen gerufen Benzos. hast. Mit Benzos, genau. Benzos. Ach Ja. genau, da waren die auch im letzten Stream, habe ich mir mal was im Chat geschrieben wurde, die dachten, ich habe Rohypnol genommen, Ja. Flunitrazepam, aber das war Flupromazepam. Bin Oh. Research Chemical, das will ich auch nochmal gesagt haben. Flupromazepam. Auch Flupromazepam. Research Chemical. Auch Research. Und die sind wirklich unberechenbar, diese Substanzen. Muss man so sagen, oder? Also da hat man halt einfach keine Hemmung. Wenn jetzt zum Beispiel der typische Mathelehrer vom Gymnasium Ja. Benzos nehmen würde, eine hohe Dosis, der würde nicht im Netto mit der Schreckschussung schießen. Das ist klar, das ist, wenn man schon sowieso so ein bisschen kriminelle Ader in sich hat und wenn man sich dann halt auf den Zeug was im Kopf setzt, man hat halt keine Hemmung, man hat keine Angst und man denkt nicht an die Konsequenzen. Wenn man denkt, ja, jetzt gehe ich los, mach Scheiße, pack mir eine Machete und einen Schreckschuss rein und geh los. Genau. Aber woher kommt das bei dir? Du bist doch eigentlich ein cooler Zeitgenosse, oder? Wenn wir so miteinander reden, du bist doch gechillt, entspannt. Und ist das so ein bisschen eine bipolare Geschichte, dass du da manchmal voll durchdrehst? Also kann man das so sagen? Nee, gar nicht, gar nicht. Gar nicht, okay. Na, ich würde sagen, weil das ja auch mit 17 war, weil ich halt
wegen der ganzen Meth-Scheiße und so, weil das Meth mich da auch teils zu, sag ich mal, extrem Dingen getrieben hat, dass ich das, es hat mich halt geprägt und da bin ich halt so ein bisschen abgefuckt, sag ich mal. Ja. Genau. Genau. Also das, was du zu Hause nicht geholt bekommen hast, hast du dir versucht, mit Meth zu holen, aber Meth macht ja auch sehr hart. Ja, macht ja auch sehr, Genau. Das sehr hat mich, emotionslos. genau. Ne? Hm. Genau. Ja. Okay, einfach mal, also ich finde dieses Thema Research Chemicals, das ist echt ein Zungenbrecher, sehr interessant. Willst du vielleicht noch eine Botschaft raushauen? Also ich meine, weil das ist ja so das nächste große Ding hier. Was müssen die Leute wissen? Worauf sollen sie aufpassen? Sowas wäre vielleicht nochmal Ja, wichtig, weißt du? kann ich auf jeden Fall. Weil ich denke, Erstmal ganz bei, kurz, weil ich ja. denke, ich werde den Stream auch Research Chemicals nennen, weil wir reden da eigentlich die meiste Ja, Zeit sicher. drüber. Ja. Das kann man machen, ja. Okay. Also meine Botschaft bei Research Chemicals richtig informieren, in den Foren belesen und wenn es da keine Einträge gibt zu der Substanz, die man testen will, dann lieber sein lassen. Weil es gibt viele Substanzen, die zum Beispiel das Serotonin im Gehirn, die Aufnahme schädigen und dann kann man irgendwie nie wieder glücklich lesen werden. Sowas habe ich schon im Forum gelesen. Stimmt, da Und ist der weil, Dopaminhaushalt ja, irreparabel geschädigt. Furchtbar. genau, da muss Ja. man richtig aufpassen. Ja. Und bei Opiat Research Chemicals genau auf die Potenz gucken, weil es gibt auch viele Fentanyl-Derivate, die sogar noch fünfmal so stark sind wie Fentanyl. Und wenn man dann nur ein Staubkorn zu viel hat, ist man schon tot, wenn man vor allem keine Toleranz hat. Da auf jeden Fall aufpassen, belesen. Genau, das kann ich dazu sagen. Ja, brutal. Wahnsinn. Und man kann davon ausgehen, dass eigentlich jeden Tag was Neues erfunden wird. Ja, das auf jeden Fall, Welche Art von Research Chemicals ist so die, die sich am besten verkauft? Sind das eher die Benzos, die Opiate? Was ist so der Trend? Katinone. Das Oh ist Gott, was ist das? Koksabklatsch. Ach so. Koksabklatsch. Also, Ah. genau, das sind auch die sogenannten Badesalze. Ja, Flacker war doch so das Genau. Erste, was es gab. Ja, genau. Sowas. Okay. Das ist das, was am meisten verkauft ist, würde ich sagen. Oh, oder halt auch diese synthetischen Cannabinoide. Oh Mann, Das weiß ich jetzt da nicht. haben wir auch einen letzten Stream gehabt. Das ist ja auch echt brutal, ja. Also das, da muss eigentlich Genau. die Politik auch drauf reagieren, weil ich meine, wenn hier Leute für, keine Ahnung, 5000 Euro 10 Kilogramm Hecke kaufen, da ein bisschen Cannabinoide drauf sprühen und das Und dann, da kann ich auch noch was zu sagen. ja, okay. Wo das mit dem Profin war, da habe ich ja, um Geld zu machen, hatte ich auch eigentlich ziemlich asozial. Ich habe mir CBD-Gras billig gekauft, so 70 oder 1 Euro pro Gramm und habe dann dieses Spice-Pulver, also diese synthetische Cannabinoide drauf gesprüht, dass das richtig geklatscht hat und habe das dann als normales Gras verkauft. Genau, damit Oh. habe ich auch ziemlich viel Geld gemacht, weil ich am Ende habe ich 1 € pro Gramm bezahlt und habe das halt gut verkauft. Eieiei. Okay, sage ich jetzt mal nichts dazu. Naja, aber Es ist asozial, ja, ich weiß. ja, weil Sind auch das, hm? 3, 4 Leute abgeklappt von, weil es zu stark war. Ist das so, ja? Die Ja, ja. rauchen deine Bon von dem Weed und dann haut's die total Genau. aus den Latschen. Ich bin auch schon mal abgeklappt von synthetischen Cannabinoiden. Bin Okay. ich auch schon, hatte ich auch schon mal zu viel. Konnte ich nicht mehr aufstehen, ich konnte nicht mehr sprechen, ich konnte gar nichts. Ich war aber auch nur für 1 halbe Stunde komplett weg. Irre, ne? Der Nico hier auf dem Kanal, der hat ja jetzt auch so einen übelst heftigen Cannabinoid-Entzug gehabt. Das muss echt brutal gewesen sein. Er hat das ja pur geraucht, also auf der Folie. Boah, das ist heftig, ja, Weißt das ist du? Und heftig. dann konnte der 2 Wochen nicht schlafen und war total durch. Ja. Also das war echt heftig. Das glaube ich, ja, das ist krankes Zeug auf jeden Fall. Noel im Chat fragt, hast du Erfahrungen mit Hexe? Mit Hexetron, nein, habe ich leider nicht. Gibt es auch auf der Seite, wo ich bestelle, gibt es leider keinen Hexetron. Aber ich weiß, es gibt so einen Hexengott, heißt der, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein Typ, der auch vollkommen durchdreht und vollkommen durch ist und dass sich dabei Filmen das halt hochstellt und so. Aber gibt es leider nicht, sonst hätte ich das auch schon gerne nochmal ausprobiert. Würdest du auch heute nochmal machen? Würde ich gerne ausprobieren, Also die ja. Also wie gesagt, Drogenaffinität ist ja da. Hast du auch die so ist immer noch akzeptiert. da. Ja, ist auch, ja, okay. Genau. Na, ja, ich probiere auch gerne neue Sachen aus. Ja. Also, aber jetzt mittlerweile gibt es nicht mehr viel, was es ausprobiert. Ich habe eigentlich alles durch, bis auf K.O.-Tropfen, also GBL, sonst habe ich Ja. wirklich alles durch. Crack? Und da sind Rees
Auch Crack auch, ja. Crack Alles. auch. Alles Crack eigentlich. hatte ich nicht abgeholt. Doch, Crack ist extrem geil, bloß es wirkt nur 10 Minuten und da kostet ein Stein, den man sich raucht, ungefähr 10 € für 10 Minuten. Das lohnt sich nicht für mich. Ich rauche auch ab und zu nochmal Crack, ja. Aber es ist halt dann nur ein Rausch für 10 Minuten und das ist nicht wirklich einschneidend in mein Leben. Das ist dann mal so nebenbei. Ja. Aber Crack ist schon gut, aber halt für 10 Minuten, die wirken, das lohnt sich für mich nicht, dass ich jetzt denke, ja, ich muss das Geld zusammensuchen, damit ich Crack holen kann. Dann denke ich mir, für 10 Minuten Rausch lohnt sich eh nicht. Wo siehst du dich so in 2, 3 Jahren, mein Lieber? Ja, also ich arbeite ja zurzeit auch. Ich habe eine Arbeit angefangen vor 2 Monaten, dass ich da meine Ausbildung also absolviere in 3 Jahren auf jeden Fall und dass der Konsum nicht steigt. Also ich muss sagen, mit dem Konsummuster, was ich jetzt habe, bin ich zufrieden, weil ich muss sagen, würde ich so sagen, ich habe ein unproblematisches Konsummuster, weil ich halt wirklich 3 Mal im Monat Opiate konsumiere und vielleicht 2 Mal Amphetamine oder andere Sachen. Und dann auch nur am Wochenende. Deswegen, da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit und ich hoffe, es steigt nicht. Und eigentlich so, genauso wie jetzt. Hast du den Wunsch, du bist ja noch sehr jung, aber vielleicht irgendwann auch mal komplett clean zu leben, oder denkst du, das ist gar nicht so mein Ding? Doch, auf jeden Fall, wenn ich später eine Frau habe und Kind, dann möchte ich auf jeden Fall weg sein von den Drogen, ja, aber Okay. jetzt in meiner Jugend, Ja. in den jungen Jahren, Ja. möchte ich eigentlich Alles noch auf mitnehmen. sowas nicht verzichten. Genau, Aber in also alles Maßen. nicht, aber Aber in in Maßen. Maßen, Genau. in Maßen, genau. Ja, okay. Also ich will das gar nicht bewerten, denke aber, das ist eigentlich ein sehr natürlicher und ja, eigentlich auch ein realistischer Weg. Ja. Genau. Und weil ich meine, ich sag's mal so, deine Eruption, deine Ausreise, deine Missbrauchsdosen hast du ja nun schon gehabt in deinem jungen Leben. Jetzt bist du eigentlich dabei, so eine Art, naja, ich will es jetzt nicht Safer Use nennen, aber so einen geordneten Konsum, der vertretbar ist, kann man ja so sagen. Genau, Ohne ja. dass halt auch der gesellschaftliche Alltag drunter leidet. Das muss man auch immer sagen, finde ich. Ja, Ja. genau. Und man wird ja auch älter und dann gibt es irgendwann auch andere Verantwortungen, sei es eine Freundin, sei es ein Kind, sei es ein anderer Job, sei es wie auch immer. Ja. Und das muss dann einfach Schritt für Schritt ersetzt werden mit den Geschichten. Ich will es gar nicht Verpflichtungen nennen, weil das kann ja auch alles Spaß machen. Weißt du? Also ich meine so die eine Ja, Beziehung natürlich. haben oder sich was aufbauen. Also Torben, da finde ich, bist du auf einem guten Weg. Und Jo, denke ich auch. genau, finde eigentlich, war okay für heute oder würdest du gern noch was loswerden? Nö, ist eigentlich Ist rund. alles okay. Ist rund, oder? Ist rund, genau. Genau. Und meinst du, wir sollten nochmal streamen? Hättest du Bock oder und gibst noch was zu erzählen? Oh, da müsste ich noch mal genauer überlegen. Ich kann dir ja dann bei Instagram schreiben. Genau. Dann könnte ich mir auch ein paar Notizen machen, weil da Genau. gibt es bestimmt noch was. Aber muss ich mal genau drüber Dann nachdenken machen wir es alles. einfach so, dann bleiben wir einfach auf Standby. Ja, wenn du einfach denkst, Genau. Scheiße, das ist echt eine heftige Story, die mir eingefallen ist, die muss ich Sebastian erzählen, dann meldest du dich einfach bei mir. Mach ich. Top. Genau, und ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal einen super geilen Sommer, ja. Und Ja. wünsche mir, dass du in deinem Konsummuster, was anscheinend für dich passt und für dich auch eine Art Safe Space Das ist, passt. genau, dabei bleibst und dass es nicht missbräuchlich wird. Jetzt werden natürlich wieder viele sagen, aber das ist doch missbräuchlich, aber ich glaube, wir beide wissen, was wir meinen. Ja, ich weiß Ja, schon. Nicht ja. übertrieben, so Ja, nee, ich im meine einfach Maß. auch, es kann bei, ich sag's jetzt mal anders, es kann bei so einem harten Konsummuster, was du hattest, ist so ein Knall auf Fall von heute auf morgen Komplettausstieg unrealistisch. Ja, ist es Ist auch natürlich. unrealistisch. Das machst du eine Woche danach, fängst du heftiger an als vorher, weil die Woche so Also, dermaßen beschissen war, ja, dass du das nie wieder genau. erleben möchtest. Darum finde ich so einen sanften Ausstieg eigentlich viel realistischer und viel natürlicher. Das wollte ich Ist auch sagen. viel Gut, besser. jetzt könnte man Das ist fast schon Amen auch. sagen. Machen wir aber nicht. Alright, mein Lieber, dann möchtest du jetzt noch mal ein paar Props an die Community rauswerfen? Kannst du jetzt mal machen. Ja. Danke an die Community, dass sie auch immer dabei ist und die Streams schaut. Genau. Alright. Und du bestellst viele Grüße aus Sachsen-Anhalt.
Und Genau. ich bestelle schöne Grüße an Sachsen-Anhalt, meine Heimat, zurück. Und ich würde sagen, ja, bleibst noch kurz in der Leitung. Ich Mache ich. mache den Stream jetzt aus. Und wir sehen uns morgen, 19 Uhr, wieder zum letzten Stream von meinem Urlaub. Und da habe ich auch eine neue Gästin, einen neuen Gast, eine junge Frau, auf die ich mich sehr freue. Hat eine gute Geschichte zu erzählen. Bis morgen, 19 Uhr, liebe Leute. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.